4 Niederlagen hintereinander stellen die Negativserie des SVS dar. Wie es gegen Ostbahn 11 bestellt war, sehen Sie im folgenden Bericht. Rund 200 Zuschauer sind ins Rudolf-Tonn-Stadion gekommen, um das so wichtige Spiel im Abstiegskampf in der Regionalliga Ost anzusehen. Beide Mannschaften können jeden Punkt gebrauchen, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen und lassen sich zu Beginn nicht aus der Reserve locken. Erst in der 21. Minute kommt die Ostbahn 11 erstmals in Schussposition, aber der Ball geht am Gehäuse der Schwächerter vorbei. Kurz darauf eine gute Kontermöglichkeit der Gastgeber. Über mehrere Stationen wird der Ball nach vorne getragen. Kafka flankt den Ball in den Strafraum, ein Verteidiger der Gäste verschätzt sich, Aidilis kommt völlig freistehend an den Ball und schließt trocken zum 1:0 für den SV Schwächert ab. Minuten später kommt Schmidt über rechts und eine abgerissene Flanke prüft er den Gästekeeper. Ähnliche Szene dann auf der Gegenseite. Freistoßflanke von Haas und die Stange rettet die Schwächerter Führung. In dieser Phase, kurz vor der Halbzeit, machen die Gäste aus Simmering Druck auf das Tor von Keeper Klar, haben aber erneut Pech bei einem Wolleschuss von Lerner. Wieder verhindert das Aluminium den Ausgleich. Somit geht es mit einer schmeichelhaften 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kommt der SV Schwächert zur ersten Torgelegenheit. Weiter Ball auf Noel, der lässt den Ball abklatschen und Aidilis schießt von der Strafraumgrenze. Der Ball wird gefährlich abgefälscht, geht aber haarscharf am Tor vorbei. Mitte der zweiten Hälfte übernimmt aber Ostbahn endgültig das Kommando und kommt zu guten Tormöglichkeiten. Hier kann der Schwächerter Keeper noch den guten Schuss von Pistrol parieren. In der 71. Minute war es aber soweit. Pistrol wird links gut in Szene gebracht, tankt sich bis zur Grundlinie durch und bringt den Ball hoch vors Tor. Jelenko braucht den Ball nur noch zum 1:1 einnicken. Die Verteidigung inklusive Torhüter Klar sieht nicht gut aus bei diesem Gegentreffer. Jelenko kommt innerhalb des 5-Meter-Raums unbedrängt zum Ball. Der Schwächerter Keeper stand auch 5 Minuten später im Mittelpunkt. Jelenko versucht, den Ball in die Mitte zu bringen. Die Flanke reißt ihm ab. Der Ball wird immer länger und senkt sich hinter Klar zum 2:1 ins Tor. Ein etwas glücklicher Treffer, aber nach dem Spielverlauf in der letzten halben Stunde durchaus verdient. In den letzten Minuten des Spiels passiert nicht mehr viel und somit muss der SV Schwächert die 5. Pleite in Folge hinnehmen. Ganz schlimm, weil wir die letzten 2 Matches eigentlich immer geführt haben und dann kriegen wir Angst vom Gewinnen und wir kriegen Tore, die gehen in die Geschichte. Und das ist ein Wurm drinnen. Ja, wir haben die erste Halbzeit ganz gut gespielt. Wir kriegen nicht zusammen, dass wir das zweite Tor machen und dann kriegst du so dumme Tore. Aber das spiegelt momentan unsere Situation wieder. Also wir sind da. Wie sieht es der Trainer mit seiner Position bei anderen Mannschaften? Gibt es da schon ein bisschen Nachdenken über die Trainerfrage? Ja, wir müssen sie in Obmann fragen und das alles. Also, wie gesagt, wir trainieren gut, sie geben alles und das. Das andere muss halt der Verein entscheiden und das alles. Denken Sie an Rücktritt? Nein, momentan nicht. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit, aber momentan nicht. Nein. Wo ist da momentan der Wurm bei der Mannschaft drinnen? Ich glaube, dass wir die letzten 2 Partien gut begonnen haben. Wir sind ja 2 Mal 1 in die Führung gegangen. Aber heute speziell haben wir ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, Angst gehabt vom Gewinnen. Es ist schwer zu sagen, aber wir haben ein Pech auch noch. Wir kriegen ein Tor, was eine abgerissene Flanken ist, was nie und immer so gewollt ist vom Gegner. Und ja, das kommt halt dann noch dazu. Was sagen Sie zur Mannschaft in der heurigen Saison? Naja, fürchterlich. Schlechter kann es ja gar nicht mehr gehen. Ne? Ich finde halt, dass ein Trainer, der was
bei Schwächert 5 Jahre schon Trainer ist und 5 Jahre noch einen Abstieg spielt, hat er mal ausgewechselt. So kann man, so geht es nicht. Außerdem haben sie Spieler weggegeben, einen Hirsch, lasse ich gehen, aber sonst, der war noch immer der Beste der Verteidigung. Und das sind halt die Fehler, die was unverzeihlich sind. Ich glaube, dass wir ein bisschen zu jung sind. Wir brauchen ein paar Routiniers. Hinten, vorne und da mitten. Ist die Mannschaft motiviert? Das glaube ich schon, ja. Sonst war es ja traurig, oder?